passieren die Wasserschleier der sieben Schwestern. Diese imposanten Wasserfälle haben eine Höhe von 300 Metern. Den sieben Schwestern gegenüber befindet sich ein weiterer Wasserfall, der sogenannte Freier. Der Sage nach versuchte er, eine der sieben Schwestern zu heiraten. Sie wies sein Werben allerdings zurück. Mit gebrochenem Herzen verfiel der Freier dem Alkohol. Dies spiegelt sich seither in der Flaschenform des Wasserfalls wider. Im Jahr 2005 wurde der Geiranger-Fjord in die Liste der bedeutendsten Kultur- und Naturschätze der UNESCO aufgenommen. Da Geiranger nur eine kleine Pier hat, setzen wir mit Tenderbooten der MS Atania ans Festland über. Tender number 10, bridge tender number 9, 8, 40 message, thank you.